Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Roboblock von Blockmonster in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Roboblock von Blockmonster, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Es ist das fünfte Album von Blockmonster. Die Box zu diesem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Jawohl. So sieht das aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So. Und dann haben wir hier die Vinyl. Hier oben lesen wir einmal Hirntod Records präsentiert Roboblock. Dann lesen wir noch den Interpreten Blockmonster. Darunter lesen wir ihn. Also es sieht fast so aus wie so ein Filmposter, wie ein Filmplakat, wo eben der Hauptdarsteller hier vorgestellt wird. Blockmonster in Roboblock. Vinyl Edition. Staring. Hirntod, Posse, die Atzen, Sidobitite, Silla, Hayat und Ice-T. Das sind die Features. Und auf dem Cover sehen wir hier Blockmonster, der aus einem geschrotteten 3er BMW, würde ich sagen, hier gerade aussteigt mit einer Maschinenpistole. Und ja, da sind auf jeden Fall die ein oder andere Kugel durch seine Fahrertür geflogen. Also, der gute Mann hier unter Beschuss. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks aufgelistet. Auf der A-Seite sind es 6 Stück, auf der B-Seite nochmal 6 Stück. Daneben haben wir dann auch wieder hier in Rot die Features angeführt. Und ansonsten hier noch diverse Fotos von Blockmonster. Und einmal hier noch in Groß. So, dann haben wir hier die Beteiligten zum Album. Und rechts gibt es dann auch noch einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Es ist eine schlichte, einfache Vinyl. Also kein Gatefold, keine Doppelvinyl, sondern so eine ganz reguläre. Wir haben hier eine weiße Papierhülle. Und hier befindet sich dann die Vinyl in Schwarz darin. Also ganz klassisch in Schwarz gehalten. A-Seite lesen wir hier. Dann haben wir hier das Hirntod, Logo, die Sturmmaske in einem Fadenkreuz, darunter zwei Uzis und dann rechts wieder die Tracklist. Also 6 Tracks auf der A-Seite und 6 Stück, wie gesagt, auf der B-Seite. Jawohl! So, dann packen wir das Ganze wieder zurück in die weiße Papierhülle. Und das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Das Album auf Vinyl, auf dieser schwarzen Vinyl mit insgesamt 12 Tracks und jede Menge Features, unter anderem ein Feature von Ice-T aus den USA. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Roboblock von Blockmonster. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blockmonster unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.